Hallo liebe KiCad-Freunde, willkommen zu einem neuen KiCad 5.1.0 Tutorial. Kurz noch vorher gezeigt, im letzten Tutorial habt ihr bestimmt so ein Artefakte gesehen, die hier im Linux entstanden sind. Vielleicht als Hinweis mal für Linux-Nutzer, hier in den Nvidia X-Server-Settings vom Linux Mint hier dieses Allow Flipping abwählen und dann sind die Artefakte weg. Das an dieser Stelle. So, wir beenden das mal. Wir machen unser KiCad auf. Kommen wir mal hier zum Wesentlichen. Der Nutzer Claudio hatte mir geschrieben und gefragt, wie man Leiterbahnen freistellt von der Lötstoppmaske, um dort Drähte aufzulöten und höhere Ströme übertragen zu können. Das empfehle ich nicht. Wie berechnen wir Leiterbahnen? Leiterbahnen berechnen wir für die zu erwartenden Stromstärken, indem wir einfach hier in unseren Calculator gehen. Und ich habe jetzt hier mal eine Leitungslänge von 20 cm angenommen. Das habe ich hier hinten umgestellt auf Zentimeter. Einen Temperaturanstieg von 10 Grad. Der spezifische Widerstand ist das ganz, der hier schon eingetragen ist, standardmäßig, ist das ganz normale FR4-Material, was ihr bei jedem Händler um die Ecke zu kaufen bekommt. Man kann das natürlich auch umstellen, dann ändern sich hier die Werte, wenn man anderes Material verwendet. Und wir haben hier oben unsere Stromstärke, die wir erwarten, und da geben wir einfach mal, was weiß ich, hier 5 oder 6, ja, 56 ist ein bisschen viel, aber 6 Ampere ein, und wir kriegen hier drüben sofort gezeigt, bei einer Kupferstärke von 35 Mikrometer oder 0,035 Millimetern. Das ist auch Standard Kupferstärke von den Platinen. Brauchen wir also hier auf einer externen Lage, die oben luftgekühlt ist, 3,5 mm Leiterbahnbreite, beziehungsweise bei internen Lagen dann 9,2 mm. Hier lohnt das, brauchen wir aber nicht, weil wir in der Regel ja nur mit zweilagigen Platinen arbeiten. Wie gesagt, das wäre hier die Einstellung für vier und mehr Lagen. Ja, ich stelle das hier mal wieder zurück auf 1 Ampere und dann seht ihr hier auch sofort, wie sich die Leiterbahnstärke ändert. Das wäre die Berechnung dazu und ihr könntet dann hier die Platine öffnen. Claudio hat hier mal gleich eine Platine mitgeliefert und ich zeige es euch aber trotzdem, wie man das hier mal eine Leiterbahn freistellt. Ihr geht hier oben in die Netzklassen rein und würdet jetzt hier eure berechnete Leiterbahnbreite als Netzklasse deklarieren, über hinzufügen und dann die entsprechende berechnete Leiterbahnbreite eintragen und hier rechts dann die jeweiligen Netze hinzufügen und hättet dann die passende Leiterbahnbreite und braucht keine Drähte aufzulöten. Dennoch zeige ich euch mal, wie man hier die Lötstoppmaske freistellt, denn das hat noch einen anderen Hintergrund und den möchte ich euch jetzt hier gleich zeigen. Dazu gehen wir mal hier auf Text und Grafiken. Ich möchte diese Leiterbahn, die ist hier 2 mm breit, mal von der Lötstoppmaske freistellen, und dazu gehen wir nochmal hier oben in unsere Einstellungen, Text und Grafiken, und wir müssen hier unten bei weitere Lagen mal eine Breite von 3 mm annehmen, weil wir ja noch links und rechts von der Leiterbahn etwas Luft haben wollen und auch keinen Lack. Hier die 3 mm auswählen oder einstellen. Normalerweise sind hier 0,15 mm eingestellt. Mit OK bestätigen. Wir wechseln in F-Mask. Das ist unsere Lötstoppmaske. Und wir können jetzt hergehen und hier mit dem Polygonwerkzeug einfach Linien zeichnen. Ganz normal, als würden wir eine Leiterbahn routen. Damit wäre diese Leiterbahn jetzt hier vom Kupfer freigestellt. Wie gesagt, empfehle ich nicht, das zu tun. Wozu brauchen wir aber jetzt so eine Leiterbahn oder so eine Lötstoppmaskenfreistellung? Das möchte ich euch mal an einem Beispiel zeigen. Ich wechsle dazu mal hier in die Kupferfläche. Na, wir wollen hier hingehen. Nein. So, dazu schalten wir erstmal den Cursor ein, schalten jetzt hier zurück
auf unsere Kupferplatine oder Kupferfläche. Ich hatte hier noch die Lötstoppmaske. Solange das Werkzeug angeschaltet ist, springt er hier automatisch in die Lötstoppmaske zurück. So, was machen wir als erstes? Wir wählen mal hier eine Kupferfläche aus, die wir hier und über unsere Leiterplatte ziehen, und wir verbinden die mit Ground. Das machen wir hier mal quick and dirty. Ich positioniere das jetzt hier nicht ganz hundertprozentig genau. Ihr macht das natürlich in eurer Platine richtig und ordentlich, aber hier fürs Tutorial sei das mal hingenommen. So, wir haben jetzt hier eine Kupferfläche, die ist mit Ground verbunden. Ich schalte die mal aus und wir stellen uns mal vor, das wäre jetzt eine HF-Schaltung, die ein Abdeckblech erhalten soll, damit sie vor Einstrahlungen geschützt ist, beziehungsweise nicht andere elektrische Schaltungen in Gehäuse stört, soll hier ein Abdeckblech drüber. Und dieses Abdeckblech soll natürlich auch mit Ground verlötet werden. Und dazu wechseln wir wieder in unsere F-Mask und nutzen jetzt hier mal das grafische Polygon hinzufügen. Und ich scroll hier mal rein. Könnten uns jetzt hier ein grafisches Polygon, das muss jetzt nicht rechteckig sein, so wie ich das hier zeichne, das kann auch jede x-beliebige andere Form haben, zeichnen wir uns ein, wir verbinden das und hier würde jetzt kein Lötstopp-Lack aufgetragen werden. Ich blende jetzt mal hier die Kupferfläche wieder ein, die wäre also hier das blanke Kupfer und wir könnten jetzt hier unser Abdeckblech auflöten und müssten dann jetzt hier unten noch ein zweites Polygon erstellen, dass wir das auf dieser Seite auch nochmal anlöten könnten und wir hätten hier dann unsere Schaltung mit einem Abdeckblech versehen. Dafür macht so eine Freistellung von einer Lötstoppmaske Sinn. Wie gesagt, von Leiterbahnen empfehle ich das nicht. Dafür gibt es den Calculator und der macht das 10-mal besser, als da irgendwas aufzulöten, was dann am Ende schief geht. Wenn man jetzt hier einen Draht auflöten würde, hätten wir auch das Problem, dass eventuell hier dieses Duco gar nicht für den Strom geeignet ist und dann brennt uns das Duco durch, obwohl wir hier vielleicht auf der Leiterbahn noch ein 1,5 Quadrat Kupfer aufgelötet haben. So, das soll es dazu gewesen sein.